vielen Dank für die Anmoderation, für die nette Begrüßung. Sehr vielen herzlichen Dank an den Bundestag für die Einladung heute und natürlich, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, kann man im Moment ja auch sagen, mit gutem Gewissen, ich freue mich sehr, dass Sie und ihr heute alle da sind und seid und wir gemeinsam mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages viele behindertenpolitische Fragen diskutieren können. Das, finde ich, ist eine gute Gelegenheit, das vor allem auch hier zu tun, mitten im Bundestag, weil da können wir unsere Bedürfnisse und Bedarfe nochmal da adressieren, wo sie hin müssen. Und das finde ich ganz großartig. Ich wurde gebeten, ein bisschen auch die Bilanz zu ziehen von 2012 bis heute. Und in was die Bilanz mündet, das ist jetzt kein ganz großes Geheimnis. Wenn ich Sie das jetzt fragen würde, glaube ich, wäre die Meinung BTHG sehr eindeutig. Aber ich fange vielleicht auch nochmal ein bisschen bei den Jahren 2012, 2013, 2014, 2015 bis heute an. Es ist in den letzten Jahren, finde ich, sehr viel Positives passiert, vor allem eines. Das, finde ich, bringt uns gerade jetzt auch der Prozess zum Bundesteilhabegesetz nochmal sehr zu Tage und zeigt uns das, wie eben wirklich auch die Kraft und die Beteiligung, die Teilhabe auch im politischen Bereich von Menschen mit Behinderung spürbar wird in Deutschland. Und wie eben auch wirklich unsere Interessen und unsere Forderungen von Menschen mit Behinderung in die Politik reingebracht werden und wie sie auch gehört werden. Und das, finde ich, ist was wirklich Sensationelles, was den Menschen mit Behinderung, was uns allen gemeinsam, Ihnen und mir, die Sie hier alle sind, doch gut gelungen ist. Wir werden gehört und wir werden auch dafür sorgen, dass wir auch verstanden werden. Für mich ist spannend 2012 bis heute vor allem vielleicht eine Sache, die letztes Jahr stattgefunden hat, die Staatenprüfung. Deutschland hat 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und es ist normal, dass die Staaten einige Jahre nach der Ratifizierung der Konvention befragt werden, geprüft werden, sozusagen auf dem Prüfstand stehen und dann ihre abschließende Bemerkungen mitbekommen, ihre kritischen Anmerkungen auch des Fachausschusses der Vereinten Nationen, die nochmal einen klaren Hinweis darauf geben, wo es eben noch Verbesserungen bedarf in Deutschland. Und hier hat Deutschland doch einiges an Punkten mitbekommen. Wir haben auch einiges an Lob bekommen, wie beispielsweise, dass die Gebärdensprache inzwischen eine anerkannte Sprache ist. Aber es gab eben auch viele kritische Punkte, wie beispielsweise, dass wir unbedingt den Gewaltschutz von vor allem Frauen und Mädchen, aber auch Männern mit Behinderung verbessern müssen. Wir haben auch mitbekommen, dass wir beispielsweise im Bereich der Bildung von Menschen mit Behinderung, Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen noch deutliche Anstrengungen brauchen, um wirklich in Deutschland überall gleichwertige Bedingungen im Bereich der Bildung zu schaffen. Und das, wissen wir alle, bedarf noch einiges an Überzeugung und einiges an Anstrengungen. Das Staatenprüfverfahren finde ich auch deswegen ganz wichtig, weil natürlich die abschließenden Bemerkungen uns auch eine Richtlinie sind und eine Leitlinie geben für das, was eigentlich die Gesetzgebung heute umsetzen sollte und umsetzen muss. Und das heißt auch, dass uns ins Stammbuch geschrieben wurde, die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung erheblich zu verbessern. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist auch mein Ziel und das Ziel vieler von euch und Ihnen, die hier sitzen. Das wollen wir erreichen, auch in dieser Legislatur mit vielen Gesetzesvorhaben, die entweder schon abgeschlossen sind oder die auf den Weg gebracht werden gerade. Seit 2012 sind aber auch noch andere Dinge passiert. Beispielsweise wurde dieses Jahr das Behindertengleichstellungsrecht weiterentwickelt und das BGG wurde dieses Jahr verabschiedet und ist in Kraft getreten. Das BGG ist, finde ich, ein gutes Gesetz. Denn es hat beispielsweise jetzt für uns gebracht, dass es einen Partizipationsfonds geben wird, der die politische Arbeit von Menschen mit Behinderung unterstützt, der also die wirklich aktive Teilhabe und Teilnahme an der Politik für und mit Menschen mit Behinderung fördert. Dieser Partizipationsfonds, finde ich, ist auch ein Signal, nämlich ein Signal, das genau sagt, politische Arbeit braucht eben die richtigen Rahmenbedingungen, braucht beispielsweise Assistenzleistungen. Es muss möglich sein, Mobilitätsunterstützung zu bekommen oder eben auch Dolmetscher wie Gebärdensprachdolmetscher oder Informationen in leichter Sprache. Und all das kann eben auch dieser Partizipationsfonds leisten und deswegen bin ich sehr gespannt, wenn dieser eben anläuft, wie eben
wirklich die politische Arbeit von Selbstvertretungsorganisationen dadurch verbessert und qualitativ nochmal verändert werden kann. Eine, finde ich, auch gute Neuerung im Behindertengleichstellungsrecht ist aber auch die Einführung einer Schlichtungsstelle, dass endlich eben als vorgeschaltetes Verfahren vor dem Verbandsklagerecht Menschen mit Behinderung und deren Verbände die Möglichkeit haben, Diskriminierungen im öffentlichen Bereich, Diskriminierungen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz eben auch vor die Schlichtungsstelle zu bringen. Ach, sorry, ich habe am Anfang eine Sache vergessen. Ich unterbreche mich mal schnell und mache mal selber eine Klammer. Wenn jemandem das die Sätze zu lang sind oder ich zu kompliziert spreche, dann bitte ganz laut rufen, wenn Sie die Hand heben oder so gucken, als würden Sie mich nicht verstehen, das sehe ich nicht. Also Sie müssen mich einfach jetzt richtig unterbrechen. Also wenn so was wie, habe ich nicht verstanden, nochmal anders, dann bitte gerne dazwischen rufen. Finde ich total okay. Und das machen die im Bundestag auch alle, da sind Sie hier in guter Gesellschaft. Das habe ich jetzt vor lauter Anfang und Danke und Hallo sagen und so natürlich am Anfang verpeilt, das gleich zu sagen. Okay, kann man ja nachholen. Genau, also die Schlichtungsstelle. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir mit der Schlichtungsstelle aber vor allem auch eins sehen werden. Und zwar werden wir sehen, dass wir nicht nur Fälle an der Schlichtungsstelle haben werden, also wir werden nur Fälle behandeln können, die den öffentlichen Bereich betreffen, aber wir werden mit Sicherheit auch viele Anfragen bekommen, die uns zeigen, wie wichtig es ist, jetzt auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz weiterzuentwickeln. Und jetzt bin ich schon auch bei der Bilanz im Bereich der Zukunft, denn das gehört ja zu jeder Bilanz am Ende für mich auch dazu, dass wir auch in die Zukunft schauen. Das Behindertengleichstellungsrecht hat uns einiges an Neuerungen gebracht, wie eben die Schlichtungsstelle, wie eine Bundesfachstelle für Barrierefreiheit oder eben auch den Partizipationsfonds, also den Teilhabefonds kann man auch etwas einfacher sagen. Aber es fehlen eben auch noch ganz wichtige Teile, wie beispielsweise, dass wir das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz endlich anpacken und die privaten Anbieter von Dienstleistungen und Produkten zur Barrierefreiheit verpflichten. Denn ein barrierefreies Leben endet nicht in der öffentlichen Behörde. Also ich halte mich da oft auf, weil ich da arbeite im Moment. Aber Barrierefreiheit geht vor allem uns alle an im Alltag, im Kino, im Restaurant oder eben auch beim Arztbesuch. Und deswegen finde ich einen ganz entscheidenden, ja wirklich auch Weg, den wir gehen sollten, auch jetzt gerade nach der Evaluation des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes durch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die das auch nochmal ganz klar gezeigt hat, wird jetzt der nächste wesentliche Schritt sein, das AGG anzupacken. Es sind seit 2012 aber natürlich auch neue Dinge passiert. Es gab 2013 eine Wahl mit einem neuen Koalitionsvertrag und in diesem Koalitionsvertrag stand unter anderem eben auch die Schaffung eines neuen Teilhabegesetzes. Die Reform der Eingliederungshilfe, die Stärkung von Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Und jetzt müssen wir uns fragen, was bedeutet das eigentlich? In erster Linie bedeutet es, dass wir in Deutschland ein Grundgesetz haben, in dem seit 1994 steht, kein Mensch darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Eigentlich sagt dieser Satz des deutschen Grundgesetzes alles und eigentlich stand im Grundgesetz auch schon seit 1949, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Und eben konkretisiert, also genauer nochmal gefasst, 1994 mit dem Zusatz, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dann haben wir 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und in der UN-Behindertenrechtskonvention sind viele Bereiche des Lebens von Menschen mit Behinderung nochmal eigens aufgeführt. Beispielsweise ist aufgeführt, dass Menschen mit Behinderung ein Recht haben, auf Arbeit, ein Recht haben zu arbeiten, wo sie wollen, ein Recht zu haben auf Arbeit, die einen Lebensunterhalt finanziert, die identitätsstiftend ist und die den Menschen die Möglichkeit gibt, selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten. In der UN-Behindertenrechtskonvention steht beispielsweise aber auch, dass Menschen ein Recht haben auf Bildung. Das habe ich vorher schon angesprochen und auch das hat uns ja der Fachausschuss der Vereinten Nationen mitgegeben, das Recht auf Bildung konsequent umzusetzen. Auch dafür brauchen wir noch viel Unterstützung der Politik und viel Anstrengung. Und deswegen, wenn Sie heute nach Hause gehen, dann auch gerne die Themen hier mitnehmen und die Ideen und die wirklich auch in
die Länder weitergeben. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Politik für und mit Menschen mit Behinderung findet überall statt. Im Bund, wo wir heute sind, hier im Deutschen Bundestag, in den Ländern und in den Kommunen. Und ich freue mich beispielsweise sehr, dass einer meiner früheren Stadtratskollegen aus München heute hier ist, Herr Utz, der eine tolle Politik für Menschen mit Behinderung in meiner Heimatstadt München macht. Das ist genauso wichtig, dass wir wirklich auch selbst als Menschen mit Behinderung in Gremien sind, in Stadträten, Landtagen oder Bundestag. Deswegen auch mein Appell, sich wirklich auch selbst für Ämter, für Wahlämter zur Verfügung zu stellen und selbst politisch tätig zu werden. In der UN-Behindertenrechtskonvention steht beispielsweise auch, dass Menschen ein Recht haben auf ein selbstbestimmtes Leben und ein Recht haben, selbst zu entscheiden, wo, wann, wie und von wem und ob sie Unterstützung wollen. Und genau dieses Recht muss auch ein Rahmen und muss die Leitlinie sein für ein modernes Teilhabegesetz, das die Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung regelt. Teilhabe, meine sehr geehrten Damen und Herren, heißt vor allem, am Anfang steht die Beteiligung von Menschen mit Behinderung, denn auch das ist die Grundlinie der UN-Behindertenrechtskonvention, nichts über uns, ohne uns. Und diese Grundlinie der UN-Behindertenrechtskonvention wurde auch im Bundesministerium für Arbeit und Soziales erstmal umgesetzt mit dem großen Beteiligungsprozess. Es gab also ein großes Verfahren im Vorfeld des BTHG, wo mit Menschen mit Behinderung, mit den Verbänden diskutiert wurde, wo Meinungen ausgetauscht wurden, wo die Belange zusammengetragen wurden und wo in meinen Augen viele gute Ideen von Menschen mit Behinderung, von den Selbstvertretungsorganisationen eingebracht wurden. Dass diese Ideen sich jetzt auch im Bundesteilhabegesetz wiederfinden, da, liebe Edelgard Böhmann, bin ich dann jetzt doch wieder froh, dass ich Sportlerin bin und das Kämpfen noch nicht verlernt habe. Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, bedeutet beispielsweise, niemanden von Leistung auszuschließen. Das bedeutet beispielsweise auch Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Menschen, die sehbehindert sind, die Unterstützungsleistungen zukommen zu lassen, die sie brauchen. Das bedeutet auch beispielsweise Menschen mit onkologischen Erkrankungen zu ermöglichen, Teilhabe an der Gesellschaft zu haben. Im Bereich Arbeit, im Bereich Mobilität, Freizeit, Kultur und Sport. Und damit das Bundesteilhabegesetz leisten kann, ist meines Erachtens definitiv wichtig, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, bis das Bundesteilhabegesetz verabschiedet ist, hier noch deutlich nachzusteuern. Es ist wichtig, dass wir immer klar vor Augen haben, Menschen mit Behinderung haben ihre Behinderung durch die Wechselwirkung mit der Umwelt. Die Umwelt, die mit ihren Barrieren Menschen an der Teilhabe hindert, diese Barrieren müssen wir beseitigen, überbrücken, überwinden. Und das bedeutet beispielsweise auch, dass Menschen mit Behinderung Assistentinnen und Assistenten benötigen, und zwar genau da, wo sie es für nötig erachten, und zwar auch in der Art und Weise, dass es ihrem Leben entspricht. Und das heißt beispielsweise nicht in meinen Augen, dass Menschen gemeinsam ihre Leistungen in Anspruch nehmen.